Ja, bei mir ist sie, Bastian Münzenmeier, jetzt gewählter erster Stellvertreter im Landesverband Rheinland-Pfalz. Dazu zunächst einmal herzlichen Glückwunsch. Das war ja nun insgesamt in weiten Teilen ein sehr harmonischer Parteitag mit eindeutigen Botschaften und Signalen. Wie hast du diese Signale aufgenommen? Super, also ich bin begeistert. Ich fand, es war ein harmonischer Parteitag, ein unglaublich disziplinierter Parteitag. Wir waren wahnsinnig schnell und die Botschaften sind, glaube ich, auch ganz eindeutig. Die AfD Rheinland-Pfalz bleibt AfD pur. Wir wollen keine Lagerkämpfe, wir greifen an. Wir haben darüber geredet, was wir besser machen können und ich glaube, da gibt es immer was zu tun. Aber wir gehen hier geschlossen raus und ich bin der festen Überzeugung, dass mit diesem Landesvorstand und mit dem Landesverband, dass wir wirklich ein Musterverband für die Bundes-AfD werden. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Kann das auch ein Signal in die Bundespartei sein, wo es ja nun ganz offenkundig verschiedene Dissonanzen gibt und man hat den Eindruck, jedes Lager rüstet auf und verstärkt sich und sucht seine Truppen und bereitet sich vor? Also das kann nicht nur, sondern das muss sogar ein Signal an die Bundespartei sein. Schaut nach Rheinland-Pfalz, wie wir das hier machen. Es funktioniert, ja. Und ich glaube, da kann sich der Bundesverband ein Stück Rheinland-Pfalz oder sagen wir mal ein großes Stück von Rheinland-Pfalz abschneiden. Ich glaube, festgestellt zu haben, dass der Landesvorstand weiblicher geworden ist, aber auch jünger. Wie kam es dazu? Ja, ich finde es super. Also er ist weiblicher, er ist jünger. Wir haben Generationenwechsel, das glaube ich, kann man so sagen. Also viele junge Gesichter, viele dynamische Leute, auch nicht Mandatsträger, die hier reinstreben und sagen, jawohl, wir greifen auch ehrenamtlich richtig an. Also es macht Spaß und ich bin mir sicher, das ist echt ein tolles Team. Ja, freut mich. Was sind die nächsten Handlungsfelder, sagen wir mal, bis Jahresmitte in den nächsten 2-3 Monaten? Was steht auf der Agenda? Gut, wir werden uns natürlich erstmal konstituieren offiziell, ne? Das wird jetzt innerhalb der nächsten Tage wahrscheinlich sogar passieren. Und ich denke, dass dann der Landesvorstand sich mal wirklich Zeit nimmt und sagt, okay, was greifen wir an, was bereiten wir als erstes vor? Und der Hauptfokus muss auf der Kommunalwahl liegen, die ja auf uns zukommt. Und die muss ordentlich vorbereitet sein. Wir brauchen eine ordentliche Kampagne, wir müssen in der Fläche präsent werden und so weiter und so fort. Aber ich will nicht vorgreifen, weil das entscheidet ja der Landesvorstand gemeinsam. Und dann melden wir uns dazu gern wieder. Ja, aber wir sehen schon einen kleinen Fingerzeig da, wo es hingeht. Auf jeden Fall insgesamt, sage ich mal, kommunikativer, offener, zugehen auf die Kreisverbände, im Dialog sein, Konsens herstellen und gucken, dass wir uns weiterhin nach vorne entwickeln. Wie sieht es nun hier in der Landespolitik aus, sofern du auf deiner Ausrichtung das überhaupt mit einschätzen kannst? Wo sind denn da die üblichen Angriffsflächen? Gut, ich glaube, die Ampelregierung bietet sowohl hier als auch bei uns im Bund eben diese ideologischen Angriffsflächen. Also ich meine, über Genderquatsch und so müssen wir jetzt gar nicht in Gänze reden. Aber das ist der größte Schwachpunkt und die CDU ist blass geworden. Auch hier im Land, also was ist denn noch mit der CDU los? Markenkern, wo ist der? Von wegen konservativ. Das eröffnet uns Möglichkeiten. Wir müssen jetzt einfach unsere guten Inhalte sympathisch rüberbringen und dann bin ich mir sicher, dass wir der CDU ein großes Stück abschneiden können. Blick auch auf die Bundesebene noch, wie sieht's da aus? Kurze Einschätzung, genau wie zur Landespolitik. Ähnlich, also ich glaube, gerade auf Bundesebene treibt uns natürlich das Thema Inflation, Heizkostenexplosion, Stromkostenexplosion, Benzinpreise, das treibt uns natürlich wahnsinnig um. Und da kämpfen wir ja mit unserem 10-Punkte-Programm gegen die Inflation, da versuchen wir an der Seite der Bürger zu stehen und eben nicht an der Seite irgendwelcher Elfenbeinturmpolitiker. Und das muss unser Hauptthema, glaube ich, in diesem Jahr werden. Die AfD kämpft für unsere deutschen Bürger, wir sind an deren Seite und wir wollen diese Preistreiberei stoppen. Die Ausgleichspakete, die geschaffen worden sind durch die Bundesregierung, durch die Ampelkoalition, hat ja einen großen Teilbereich der deutschen Bevölkerung komplett vergessen, nämlich immerhin 21 Millionen Rentner und Pensionäre. Das ist ja eigentlich eine Katastrophe. Das ist eine absolute Katastrophe und typisch für die Regierung ist immer zu wenig, zu spät, ja, und meistens noch relativ schlecht aufgesetzt. Ich erinnere an den Heizkostenzuschuss. Das war ein einmaliger Zuschuss von 300 Euro, den ungefähr 1 Million Haushalte in ganz Deutschland erhalten haben. Was ist denn mit den anderen 40 Millionen Haushalten? Die haben gar nichts gekriegt. Und so kann man keine Politik für das eigene Volk machen. Das lehnen wir ab und wir wollen eben mit besseren, mit guten Ideen, die wir auch als Bundestagsfraktion ja jede Sitzungswoche bringen, so möchten wir Menschen erreichen. Herzlichen Dank für das Kurzinterview. Gute Heimfahrt. Bis demnächst. Dankeschön. Ich danke für das Gespräch.